Hallo Leute, heute mal ein kleines Beispiel eines Flüchtigkeitsfehlers im Koran. Wahrscheinlich hat einfach nur ein Schreiberling, der ja kaum Arabisch konnte, gemeint, er tut etwas Gutes und hat dabei dann aus Versehen den Koran verfälscht, was ja laut dem Koran selber gar nicht möglich ist, da ja kein Wort verändert werden kann und Allah persönlich darüber wacht. Tja. Also, ich mache jetzt keine große Einleitung, sondern in Kapitel 17, Satz 23 steht einfach: Und dein Herr hat geboten, nur ihm sollst du dienen und sei gut zu den Eltern. Gut, da gibt es jetzt ein paar Variationen in den verschiedenen Übersetzungen, aber ich glaube, die Botschaft ist klar. Also, erstens, nur ihm sollst du dienen und zweitens, sei gut zu den Eltern. Das ist ja nicht besonders schwer. Und das sind bekannte und oft wiederkehrende Ideen im Islam. Das heißt, der eifersüchtige Gott akzeptiert keine Konkurrenz und gebietet etwas, wozu kein göttliches Dekret eigentlich nötig ist, nämlich gut zu den Eltern zu sein. So, wenn ich jetzt aber ins Kapitel 6 wechsle und den Satz 151 aufrufe und dann die zwei folgenden dazu, sehe ich dort 10 verschiedene Ideen, wobei die beiden ersten genau dementsprechend, was wir gerade in 1723 gesehen haben. Also erstens, in der etwas anderen Variation, ihr sollt ihm nichts beigesellen und zweitens, seid gut zu den Eltern. Also der zweite Teil ist praktisch identisch. Wenn ich das mit den Eltern dann auf Altarabisch mit vergleiche, dann sehe ich sofort die frappierende Ähnlichkeit der beiden Aussagen. Ich glaube, das sieht jeder sofort. So, also der erste Satz lautet: Und dein Herr hat geboten, nur ihm sollst du dienen und sei gut zu den Eltern. Das versteht, glaube ich, jeder. Und dann in 651 sieht es etwas anders aus. Wenn wir jetzt den ersten Teil aus 1723 über den Anfang legen, dann sieht das so aus: Dein Herr hat geboten, ihr sollt ihm nichts beigesellen und seid gut zu den Eltern. Also klingt dieser Satz im Inhalt nicht ähnlich dem Satz in 1723 und ist der Satz in sich so stimmig? Und ich glaube, die Antwort lautet ganz klar: Ja. Nur leider steht das so nicht im Koran. Denn irgendjemand hat das verfälscht und hat aus dem Geboten ein Verboten gemacht. Also ein Haram benutzt, was ja nur eines heißt, verboten. Und hier eine Liste von Sätzen, in denen Haram vorkommt, aus dem Koran. Und jedes Mal, ohne Ausnahme, heißt es verboten. Man darf jetzt nicht, wie das einige Apologeten machen, aus dem Gebrauch der verbotenen Moschee, die dann auch heilige Moschee im Sprachgebrauch genannt wird, auf den üblichen Gebrauch des Wortes Haram schließen. Denn man sieht ja, es gibt viele Beispiele mit Haram, wo die ganz klar sagen, es ist verboten. Naja, das passiert, wenn ich jetzt den ersten Teil aus 1723 wegnehme und dann die 651 in der ganzen Pracht präsentiere. Ein unsinniges Kauderwelsch mit stark verwirrendem Inhalt. Denn es enthält, als die zwei ersten, also eigentlich sind es ja drei, der insgesamt 10 Ideen, eine doppelte Verneinung, die logischerweise dann heißt, es ist verboten, ihm nichts beizugesellen. Also der Befehl, es zu tun. Also muss man Allah Partner zur Seite stellen. Also Schirk begehen. Das Einzige, was Allah nicht vergeben wird. Und als zweites Eltern nicht gut behandeln. Ich weiß nicht, ob das jetzt klar ist. Ich weiß nicht, ob, wenn da steht, es ist verboten, ihm nichts beizugesellen. Das ist, wenn ich sage, ich befehle dir, keine Schokolade vor dem Frühstück zu essen. Okay, das ist ein klarer Befehl. Und am nächsten Tag sage, ich verbiete dir, keine Schokolade vor dem Frühstück zu essen. Das heißt also, dieses keine Schokolade essen wird verboten. Also muss ich vor dem Essen Schokolade essen. Oder ich weiß nicht, ob das jetzt klar war, aber wenn ich sage, Gott ist kompetent, das heißt kompetent. Oder wenn ich sage, Gott ist inkompetent, dann heißt das inkompetent. Aber wenn ich jetzt sage, Gott ist nicht inkompetent, dann ist er kompetent. Das heißt, die doppelte Verneinung hebt die zweite Verneinung ins Gegenteil. Und das macht dann den Satz in 651
einen klaren Widerspruch und damit einen Fehler im Koran, auch wenn es nur ein Flüchtigkeitsfehler ist, der aus dem Geboten ein Verboten macht. Und nur, falls es noch irgendwelche Zweifel gibt, hier auf Altarabisch die beiden fraglichen Stellen, in denen Allah einerseits gebietet und dann im zweiten Beispiel verbietet. Also has decreed and has prohibited. Da gibt es keine Möglichkeit, das irgendwie anders zu interpretieren oder irgendwie darüber zu diskutieren. Aber leider fällt es Muslimen extrem schwer, diesen Fehler zu akzeptieren, obwohl dieser glasklar vor einem steht. Und ich versuche das jetzt seit über 10 Jahren zu präsentieren, aber es hat noch nie ein Moslem geschafft, ehrlich zu sein und mir zu bestätigen, ja, das ist ein Widerspruch, ein Flüchtigkeitsfehler. Ändert sich das hiermit endlich mal? Ich halte nicht den Atem an. Okay, bis nächstes Mal. Ciao for now.